Es ist ja eigentlich ein programmatisch gesehen sehr konventionelles Album. Langweilig. Ja, aber das ist eben genau der springende Punkt. Konventionell muss ja nicht langweilig heißen. In dem Moment, wo wir spontan sind, wo wir uns auch mal wirklich was trauen, auf Risiko gehen, da entsteht eben diese besondere Kreativität. Wir wollten ein romantisches Album machen, ein Album, wo die besondere Klangvielfalt der Klarinette besonders gut zum Tragen kommt. Und das ist nun einmal Brahms. Das sind wirklich die besten Stücke, die, sage ich mal, jemals für Klarinette komponiert wurden. Schumann und Garde sind Komponisten, die miteinander zusammenhängen. Schumann und Brahms hängt aber auch miteinander zusammen. Also es gibt so eine Art von innerer Verwandtschaft in dieser Musik. Das ist so spannend zu sehen, dass Brahms eigentlich aufhören wollte zu komponieren. Auf einmal kam dann noch jemand wie dieser Klarinettist Mühlfeld und er hat so schön gespielt, dass Brahms auf einmal wieder Lust bekommen hat zu komponieren. Und das spürt man in dieser Musik, dass es da noch sowas gibt wie einen allerletzten Frühling bei so jemandem, der eigentlich schon komplett abgeschlossen hatte. Schumann und Garde, das ist Musik, die aus dem Moment heraus entsteht. Deswegen heißen diese Stücke auch Fantasiestücke. Man verbindet ja mit nordischen Dingen immer irgendwie was mit roher, unberührter Natur. Irgendwie so was Unschuldiges, was Naives, was Kindliches. All das steckt ja auch in Gardes Musik irgendwo drin. Jedes Mal eine neue Farbe finden, jedes Mal eine neue Wendung. Das ist Musik, die uns nicht sagt, was wir zu fühlen haben, sondern sie lädt uns ein, selber kreativ zu werden. Man darf sich nur nicht irgendwie beeinflussen lassen von anderen Dingen, die nicht in dem Moment da sind. Und ich glaube, dass wir da schon auch wirklich viel riskiert haben, aus dem Moment heraus zu musizieren. Das Musikalische ist das eine, aber das Musikantische ist wirklich nochmal das andere. Das Wichtigste ist, dass es eben so etwas wie einen erzählerischen Fluss gibt. Wenn du planst bei dieser Musik, kann es gut gehen, aber es wird noch spannender, wenn das Geplante nicht eintritt. Was zeichnet das Programm oder das Album letzten Endes aus? Wie würde man das charakterisieren? Naja, mit einem Pianisten wie Herbert, you never know. Du weißt wirklich nie, in welche Richtung das abdriftet. Und das macht es so spannend, ja? Auch für mich. Und da entscheiden manchmal ein paar Millisekunden über Hero oder Zero.